Im Februar 2022 hat Kanzler Scholz in seiner wahrscheinlich besten Rede von der Zeitenwende gesprochen und damit vor allem den Ukraine-Krieg gemeint. Faktisch aber haben wir vielleicht gestern bei den Wahlen in Europa eine Zeitenwende erlebt, nämlich eine Zeitenwende in der Hinsicht, dass viele Leute schlichtweg keine Lust mehr haben, Teil eines Experimentes zu sein in Sachen Energiewende, in Sachen Migrationspolitik, in Sachen einer grünen Agenda, die den Leuten und der Wirtschaft letztendlich vorschreibt, was sie zu tun und wie sie zu denken haben. Und wer das nicht tut, der ist schon mal latent verdächtig und rechts und möglicherweise sogar ein Nazi. Und das fällt jetzt so ein bisschen den Herrschaften auf die Füße. Die Bevölkerung will sich nicht in der Form bevormunden lassen. Und das ist ein Phänomen, das wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern in Europa sehen. Kein Wunder, wenn wir sehen den Green Deal in Brüssel, der sozusagen vorschreibt, wie faktisch hier die Dinge zu laufen haben, in ganz Europa in Sachen einer grünen Agenda zu laufen haben. Wir sehen in Frankfurt etwa die EZB, die den Banken vorschreibt, wen sie zu finanzieren haben und wen vor allem nicht, nämlich die fossilen Energieträger, weil das wird ja schon irgendwie klappen mit der Energiewende und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Und ich glaube, gestern haben die Leute gesagt, so, das ist das vorläufige Ende eines Experiments. Wir wollen jetzt eine echte Zeitenwende. Und wir sehen letztendlich Brüche einerseits zwischen den Gutverdienern in den Großstädten, die sagen, ist doch toll, wir wollen hier eben diese grüne Agenda haben, und den anderen, die nicht in diesen Großstädten leben und sagen, ja, ist ja schön und gut, wenn ihr uns das Autofahren vermiesen wollt, aber es wird halt nicht reichen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, weil der fährt bei uns alle 22 Stunden. Das ist sozusagen dieser Bruch, der innerhalb der Gesellschaft jetzt zum Vorschein kommt. Und es zeigt sich, dass das Großstadtbürgertum, das gutverdienende, meist auch verbeamtete Großstadtbürgertum eben nicht mehr in der Lage ist, hier die Agenda zu bestimmen. Wahrscheinlich haben wir politisch gesehen jetzt eine Zeitenwende erlebt in Europa. Schauen wir uns die Dinge mal an diesem Tag, da wir sehen, dass natürlich die Grünen die großen Verlierer sind dieser Wahl, und Habeck, der Wirtschafts- und Klimaminister, hat ja eingestanden, dass es ein Test gewesen sei, wie weit man gehen könne mit dem Heizungsgesetz bei der Bevölkerung. Die Bevölkerung war not very amused, weil sie schlichtweg fürchtet, dass dann Milliarden vernichtet werden im gesamten Immobilienbereich, dass Energie immer teurer wird, dass all diese Dinge passieren, die eben für die Leute direkt ins Portemonnaie gehen. Und jetzt ist eben dieses Experiment im Mindesten angezählt, kann man sagen. Die Leute wollen keine Experimentierkaninchen sein. Das ist das, was man gestern vielleicht zum Ausdruck gebracht hat. Und erstaunlich ist ja, dass gestern sich Scholz überhaupt nicht geäußert hat zu dieser Wahl, als dieses Video von den wohlstandsverwahrlosten Blankeneser Kids und Jugendlichen und jungen Menschen auf Sylt der Fall war, als die völlig schwachsinnige, unsinnige und hohle Parolen gerufen haben. Da war Kanzler Scholz sehr schnell parat und hat das kommentiert, aber letztendlich diese Kernschmelze für seine eigene Partei, die kommentiert er nicht. Nö, sagt er auf die Frage, ob er das kommentieren wolle. Er tut so, als ginge ihn das nichts an, schreibt das Handelsblatt. Und das ist nicht das, was Scholz versprochen hat. Wer Führung bei mir bestellt, der bekommt sie auch. Das ist keine Führung. Das ist ein Wegducken, wenn es unangenehm wird. Das ist nicht dazu stehen, wenn die Dinge nicht so laufen. Und das zeigt diese immense Schwäche auch dieser gesamten Koalition, die von Anfang an nicht zusammengepasst hat. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein Phänomen in Deutschland. Und wir sollten und müssen die Lehren ziehen, was da passiert ist. Zum Beispiel eben dieses Habecksche Mantra von wir haben eine Vision, nämlich wir wollen klimaneutral werden, und alle anderen, vor allem die Wirtschaft, haben sich danach zu richten. Es ist schon ein Stück weit eine Planwirtschaft. Und hier gibt es diese Cartoons aus dem angelsächsischen Bereich, wo ein Sohn seinen Vater fragt, ja, Papa, warum, wenn der Sozialismus nicht funktioniert, warum gibt es immer noch Leute, die ihn supporten, wenn der Sozialismus doesn't work, warum wird er immer noch unterstützt? Weil diejenigen, die ihn unterstützen, nämlich diesen Sozialismus selber, nicht arbeiten. Und nicht ganz zufällig habe ich da eine
Ricarda Lang mal hier ins Bild gebracht, der eben so ein typischer Apparatschik, der es wahrscheinlich in der Wirtschaft nicht geschafft hätte und dann über diese Partei Filze eben sich nach oben arbeitet. Auch dieser und diese untere Grafik, Sozialismus, nicht mal die Deutschen haben es geschafft, das zum Funktionieren zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Wir sind auf dem Weg zu planwirtschaftlichen Elementen, nicht natürlich einem Sozialismus, aber planwirtschaftlichen Elementen. Und das wird nicht funktionieren. Und wenn man dann wie Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, dann direkt die AfD als Nazis bezeichnet, dann wird man eben auch diese Brüche innerhalb der Gesellschaft nur noch weiter vertiefen. Natürlich gibt es da schräge Personen, gibt es solche Leute wie Höcke, die wahrscheinlich wirklich Nazis sind, aber vor allem die Wähler der AfD sind mit Sicherheit nicht alle Nazis. Und wenn wir uns diese Wähler mal anschauen, dann sehen wir, die AfD ist mit Abstand die stärkste Partei der Arbeiter, also da scheint etwas ins Rutschen gekommen zu sein. Es ist nicht mehr die SPD. Die Arbeiter also sind nämlich diejenigen, die diesen Klassenkampf, wenn man so will, verlieren. Diesen Klassenkampf zwischen dem wohlhabenden Bürgertum, das in den Großstädten sozusagen seine Agenda verfolgt und dem Land ein bisschen oktroyiert. Und diejenigen, die dann die Zeche zu bezahlen haben, nämlich diejenigen, die vielleicht ihre Jobs in der Industrie verlieren, die letztendlich dann die Abgehängten sind. Und das ist das, was dieser Soziologe Steffen Mau auf den Punkt gebracht hat. Die Arbeiterklasse kommt medial nicht vor und sie äußert sich dann eben durch die Wahl einer AfD und sagen, nee, da haben wir keine Lust drauf, wir sind so nicht, da fühlen wir uns nicht irgendwie repräsentiert. Genau das hat eben wahrscheinlich die Politik versäumt. Und das ist ja das, was man uns sagt, naja, ihr sollt weniger Auto fahren oder am besten gar nicht, denn wir werden ja den öffentlichen Nahverkehr und so weiter ausbauen. Ich bin gestern selber nach längerer Zeit mal wieder mit der Bahn gefahren. Es war eine schiere Katastrophe, muss ich sagen. Da sind massenhaft Züge ausgefallen. Es war ein totales Chaos. Viele Leute haben gesagt, ich fahre nie wieder Bahn, ich schwör's. Viele Bahnmitarbeiter können dafür nichts, aber man sieht, dass da etwas schief läuft. Jetzt erzählt man uns also, naja, wir machen doch ganz tollen Nahverkehr, damit ihr schön auf eure Autos verzichten könnt. Das ist natürlich super, nur leider fehlen dazu die Leute, nämlich das Personal. Und die Zugausfälle waren vor allem auch dadurch bedingt, neben technischen Schwierigkeiten und noch ein paar Restfolgen aufgrund des Hochwassers, dass schlichtweg zu wenig Personal da war. Die Verspätungen kamen, weil Personal unterwegs war im öffentlichen Nahverkehr oder Fernverkehr, nämlich das Personal der Bahn selbst, und dann eben zu spät kam, weil eben das Ganze eine Kaskade war von letztendlich Dingen, die nicht funktionieren. Und heute passt diese Meldung, Stuttgart 21 wird nun um ein weiteres Jahr verschoben. Das passt so wie die Faust aufs Auge. Wir sind also nicht mehr in der Lage, so bestimmte Kompetenzen, die in Deutschland waren, wirklich fortzuführen. Und wir sehen, dass diese Agenda, ja, die Jugend und Klima, das ist das, was die am meisten bewegt, offenkundig nicht richtig ist. Wir sehen ja, in den öffentlich-rechtlichen Medien werden uns ja solche Leute wie Luise Neubauer ständig vorgeführt als die Repräsentantin der Jugend. Wir sehen aber, dass diese Jugend eben nicht so wirklich komplett grün ist, sondern das ist im Prinzip die drittstärkste Partei neben CDU, danach CDU und sogar AfD. Also, das hat nicht so richtig funktioniert. Man verliert so ein bisschen den Bonus, den man hatte, dass man ja die Partei der Jugend sei. Und hier sehen wir auch mal, die Grünwähler sind die einzigen, die wirklich dieses Verbrennerverbot für 2035, das ja in der EU beschlossen wurde, gut finden. Alle anderen finden es schlecht. Und diejenigen, die es schlecht finden, haben jetzt mal ihre Stimme erhoben und gesagt, Leute, das, was ihr macht, ist ein Experiment. Ihr wollt alles elektrifizieren, Strom und Wind sollen es richten. Aber wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Riesenthema. Ihr zerstört dann teilweise die andere Infrastruktur, die als Ersatz einspringen kann, wie Atom oder eben jetzt auch Gasstrukturen, und hofft dann, dass die ganze Geschichte funktionieren wird. Das ist eine Politik, die natürlich jetzt nicht so fürchterlich weitsichtig ist. Und selbst bei der Jugend, da heißt es jetzt, oder bei den jungen Leuten, ja, TikTok und Desinformation, so wie Dr. Christian Scharoun hier sagt, haben das bewirkt, dass eben hier die Grünen so stark verloren haben. Chris Stöcker, einer meiner Lieblingsjournalisten, sagt, das ist eine Katastrophe und spricht sehr dafür, dass junge Leute in Deutschland gerade brutalstmöglich desinformiert werden. Also, wenn sie nicht das Richtige wählen,
Dann sind Sie desinformiert. Man hat ja hier immer wieder jetzt zuletzt diesen Satz gehört, die Leute sollen nicht das lesen, was sie lesen wollen, sondern das, was sie lesen sollen. Also dieser autoritäre Anspruch, der funktioniert letztendlich nicht. Jan Fleischhauer sagt also, die Jugend war ja eben noch die Hoffnung Deutschlands für eine andere Work-Life-Balance und dem Infragestellen herkömmlicher Machtstrukturen. Jetzt ist es plötzlich eine Generation von Deppen, die zu viel auf TikTok abhängt und sich eben desinformieren lässt. Das zeigt auch irgendwie diese Verachtung. Alle, die das nicht gut finden, die sind irgendwie desinformiert, die sind irgendwie dumm. Und hier, wenn wir das Ganze jetzt mal deutschlandweit sehen, können wir sagen, endlich ist dieser antifaschistische Schutzwall wirklich wirksam geworden, auch wenn wir ihn physisch abgebaut haben. Wir sehen also im Osten die AfD und im Westen vorwiegend die CDU als stärkste Parteien. Das vom Postillon natürlich ironisch gemeint. Das handelt es aber auch, dass wenn wir uns mal anschauen, wer ist denn die zweitstärkste Partei jeweils, dann sehen wir im Osten ist das die CDU. Und im Westen ist das in Nord- und Westdeutschland die SPD und im Süden vorwiegend eben die AfD auch. Und das bedeutet, dass wir natürlich hier eine gewisse Aufspaltung haben, auch in ländliche und städtische Regionen. Das ist auf jeden Fall auffällig, werden wir gleich in Bezug auf Frankreich nochmal sehen. Und dann haben wir eine Klimaaktivistin wie Claudia Kempfert, die sich als wissenschaftlich gibt, aber faktisch nur eine Aktivistin ist, die sagt, ja, also das Wahlergebnis im Hinblick auf das Erstarken der rechten Partei ist schockierend. Es wird noch schwieriger werden, Klimaschutz effektiv umzusetzen. Am Green Deal sollte unbedingt festgehalten werden, um nicht den wirtschaftlichen Anschluss an die USA und China zu verlieren. Und hier sehen wir mal die Industrieproduktion in Deutschland, nach wie vor geringer als vor Corona, als einziges Land, aber auch andere Länder in der Eurozone haben hier oder in der EU haben riesige Probleme in dieser Hinsicht. Weil wir eben diese Agenda haben, fallen wir zurück und nicht, weil wir diese Green Deal Agenda nicht ausreichend umsetzen würden. Und das ist sozusagen der Treppenwitz an dieser ganzen Geschichte. Wir sehen das vor allem Macron mit seiner Neuwahlankündigung hier, die französischen Märkte sehr stark durcheinander geschüttelt hat. Renditen für die Bonds, für die Anleihen sind deutlich gestiegen. Die Aktienmärkte sind deutlich unter Druck gekommen. Wir haben ja jetzt Wahlen gesehen in Mexiko, die auch eine Börsenturbulenzen ausgelöst haben. In Indien, jetzt in Frankreich. Und diese Grafik zeigt hier mal zum Beispiel, wo Le Pen gewonnen hat. Und wir sehen, sie hat nicht gewonnen in Paris, sie hat nicht gewonnen in Lyon, sie hat nicht gewonnen in den Großstädten, aber überall sonst, also im ländlichen Bereich. Das zeigt nochmal diese Spaltung, die in Deutschland der Fall ist, die auch in Frankreich der Fall ist. Und hier sehen wir nochmal die Renditen. In der gesamten EU sind die deutlich gestiegen, aber vor allem in Frankreich und Italien sind sie besonders deutlich gestiegen und auch in den Südländern insgesamt. Und wir sehen den Euro jetzt mehr als 0,5% im Minus. Das ist der schwächste Handelstag seit September. Wir sehen also, dass hier sozusagen man sich Sorgen macht, dass es schwieriger wird in Europa. Und klar, du hast teilweise noch Regierungen, die aber geschwächt sind offenkundig. Man fürchtet die Unregierbarkeit, vor allem in Frankreich, aber auch in anderen Ländern. Kommen wir zu guter Letzt, meine Damen und Herren, noch zu den US-Aktienmärkten. Ruhig, man wartet letztendlich auf das, was am Mittwoch passiert, lässt sich von Europa irgendwie jetzt nicht besonders beeinflussen. Wir sehen hier Tech vor allem wieder als Treiber. Banken sind überwiegend im Minus. Man wartet heute Abend auf das Apple-Event. Die Apple-Aktie ja mal eben seit April 471 Milliarden Dollar zulegen können, weil die werden auch irgendwas in Sachen KI machen. Das ist das eine. Hier sehen wir mal den Kurs, wie der gestiegen ist. Und da muss jetzt also sehr viel KI her. Wenn Sie das Ganze verfolgen, dann zählen Sie mal, wie oft KI gesagt wird. Ich nehme an, es wird sehr, sehr ausreichend sein. Und dann haben wir am Mittwoch, und deswegen sehen wir heute wieder miserable Umsätze an der Wall Street, haben wir eben CPI, also Inflationsdaten und Fed, an einem Tag, das haben wir zuletzt im Juni 2020 gesehen, das gab es insgesamt nur 7 Mal seit dem Jahr 2014, also 2 Mega-Ereignisse an einem Tag. Deswegen halten alle die Füße still. Wir haben nach wie vor das Bild, immer weniger Aktien machen diese Rallye mit, fallen untergleitende Durchschnitte, gleichwohl der Index oder die Indizes weiter auf Allzeit hoch. Und dass die Wirtschaft in den USA nicht in eine Rezession gefallen ist, sehen wir vor allem darin begründet, dass
die US-Regierung 44% der Wirtschaft ausmacht, also das Spending, die Ausgaben dieser Regierung. Wir waren in Corona noch ein bisschen höher, aber wir sind hier über dem Ersten Weltkrieg. Wir sind etwa auf Niveau des Zweiten Weltkrieges. Aber jetzt gehen den Amerikanern die Gelder aus, die Ersparnisse aus. Das Ganze wird also nochmal wirklich interessant. Wir sehen schon erste Brüche. Ja, am Arbeitsmarktbericht am Freitag, heute kamen die Temporary Help Services, das sind Zeitarbeitsstellen, auch wieder deutlich abgenommen. Zeitarbeit ist ein Frühindikator für den Arbeitsmarkt insgesamt. Also es dürfte schwieriger werden für den Arbeitsmarkt, auch wenn jetzt eben verschiedene Banken aufgrund dieses Arbeitsmarktberichts ihre Zinserwartungen deutlich nach unten oder nach hinten schieben. Genauer gesagt, hier sehen wir, wie das Ganze funktioniert hat. Heute dann auch noch New York Fed. Die Inflationserwartungen sind ein Ticken gefallen, wahrscheinlich weil die Benzinpreise ein bisschen gefallen sind, aber die Konsumenten sind so optimistisch für die Aktienmärkte wie seit 3 Jahren nicht mehr. Abschließend 2 Empfehlungen. Warum ich keine Videos gemacht habe am Donnerstagabend und am Freitag, lag daran, dass ich in München war beim Mario Lochner, Bulle gegen Bär. Ich glaube, das ist ein echter Hingucker. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich werde unter dem Video den Link direkt zu dem Video bei Mario Lochner auf seinem Kanal verlinken. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie es anschauen, kommentieren, möglicherweise sogar gut finden. Erste Empfehlung direkt unter dem Video. Und die zweite Empfehlung, heute ist Erstaunliches passiert. Die Volksbank oder eine Volksbank, eine mittel- bis größere Volksbank muss offenkundig gestützt werden, weil man Immobilienverluste hat. Auch das ist sehr interessant, aber natürlich die wärmste Empfehlung, das Video und diese Volksbankgeschichte. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.